Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Indie-Horror-Game. Wir spielen heute The Shadow Over Route 80. Ein neues Indie-Horror-Game, wer hätt's gedacht? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Und yo, let's go. New Game. Geht circa 10 bis 15 Minuten. Ich habe keine Ahnung, was es da geht, aber so wie es ausschaut, sind wir an einer Tankstelle gelandet. Ach, wir arbeiten hier. Ach so, wir arbeiten in der Tankstelle. Ja, cool. Okay, wir sollten ein bisschen aufräumen. Klar, wir warten, bis einer kommt. Boah, diese... diese Pixel-Grafik immer. Ich glaube, das geht sogar noch, aber YouTube macht die eh immer so richtig kaputt. Nee, natürlich kann man die nicht ausstellen. Na, egal. Okay, wir sollen ein bisschen aufräumen, dann machen wir das doch. What the fuck, warte mal. Wäre es nicht viel einfacher, wäre hier einfach irgendwie eine Tür oder hier so eine kleine Klappe, wo man durch kann? Nee, wir müssen erstmal durchs komplette Kellergeschoss gehen, dass wir da reinkommen. Was haben wir denn hier? Oh, unsere Küche. Yo, ey, was ist denn das für eine geile Tankstelle? Cool. Was haben wir hier? Storage. Ach, unser Lager. Aber hier ist nichts, ne? Ich habe keine Taschenlampe. Okay. Na gut, machen wir wieder zu. Es sieht so krass aus, ne? Cool. Gut, dann räumen wir mal ein bisschen auf. Ah, hier, guck mal. Ja, okay, nee, das lassen wir anscheinend liegen. Ja, das hier aber. Ja gut, das lassen wir auch anscheinend liegen. Ich glaube, ich brauche keinen Kaffee heute Nacht. Ja, okay, dann halt nicht. Du wolltest doch auch... Ja. Ach so, ich brauche erstmal was zum... Oh. Oh, wie geil ist das denn? Ich kann hier... Boah, ist das geil. Okay, ich kann auf... Brauche ich jetzt... Ah, hier haben wir ihn doch. Nice. Jetzt wird ein bisschen geputzt. Yeah. Gut, das glaube ich, lasse ich einfach mal liegen. Aber hier, also wer hat denn hier so Sauerei gemacht? Warum sagen die denn auch nichts dann? Ich finde es immer frech, die Kunden kommen rein, machen irgendwas dreckig und dann sagt keiner was Bescheid. Ja, nee, finde ich nicht cool. Ganz und gar nicht. Okay, wo kann man denn noch hier ein bisschen... da war nichts. Ich habe hier ja... kann ich hier oder... Was das? Oder habe ich hier noch irgendwas zum Sauber machen? Nee, scheint so, als wäre es das gewesen. Na gut. Und... Oh, hi. Ja? Möchten Sie etwas? Ja, bitte, kommen Sie rein. Oh, soll ich herkommen? Sie müssen doch tanken hier. Das ist eine Selbstbedienungstankstelle. Oh, da ist gar keiner drin. Oh, fuck. Hier ist keiner. Ah, da ist Blut. Ich mache dein Auto nicht sauber. Das Telefon klingelt. Mein Telefon klingelt. Was ist da hinten? Ach, scheiße. Okay, ich muss mal ganz kurz zurückgehen. Ja, das war ja klar. Das war ja typisch. Ich mach hier mal zu. Ich möchte... Ey, da will man einfach nur in Ruhe... Ja, ich bin auch bestürzt, was hier abgeht. Und was mache ich jetzt? Tot, ne? Ja, ja, klar. Ja, cool. Das Problem ist, wir haben jetzt da ein Auto, was leer ist mit Blutspritzern. Holy Scheiße, die... Nö, nö, kein Bock. Will ich nicht. Was ist das? Ach, gar nichts. Ich sehe nichts. Es ist zu dunkel. So kann ich was sehen. Ich sehe nichts. Ah, hier. Ach, der hat uns eine Taschenlampe da gelassen. Oh, das ist ja aber freundlich. Also, ich würde eigentlich ungerne jetzt dorthin gehen, wo die Blutspritzer sind. Ist das vielleicht nicht die beste Idee, nachdem er so einen Viech gesehen hat? Könnt ihr nicht... Oh.
Ich muss da doch jetzt nicht extra rein. Für was gibt's die Polizei? Kann ich die jetzt nicht einfach mal anrufen? Ey, das ist jetzt richtig scheiße gerade. Warum mache ich denn die? Ich bin scheiß Tankstellentypi. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Verkäufer. 450 Euro, da kriegt man nicht viel. Ich gehe jetzt keinen Mord aufdecken. Oder selber. Der. Was ist das? Da oben ist ein rotes Licht. Alter, was ist denn das? Ja, genau. Ich bin in einem satanistischen Loch gefangen. Hier wurden ein paar Rituale gemacht. Was mache ich jetzt hier? Ja, das ist ein Skull. What the hell? Ja, was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt wieder zurückgehen, oder? Warte, war da gerade was? Nee. Also da ist, ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich glaube, ich soll wieder zurückgehen. Ich glaube, ich gehe lieber wieder zurück. Das sind nicht meine Angelegenheiten. Darum sollen sich andere Leute kümmern. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Obwohl ich es doch eigentlich schon ganz schön finde dort hinten. Muss ich ja schon sagen. Ist ja irgendwas? Ich will einfach nur in Ruhe wieder arbeiten. Ich weiß, sagt man es sehr selten, aber jetzt stimmt's tatsächlich. Die Taschenlampe ist voll für den Arsch. Nee. Zum Glück war hier nie was. Ich habe nie was gesehen. Wir können alle in Frieden leben. Ich gehe jetzt einfach wieder in die Tankstelle. Oh, was ist denn hier passiert? Ey! Ja, sag mal! Aber was soll denn das jetzt? Ja. Warte mal, ist da gerade jemand reingekommen? Ich den Schädel jetzt gerade aufgenommen? Was ist los mit mir? Kann ich hier eigentlich auch irgendwas machen? Oder ist hier, weil hier ist wenigstens Licht. Wenigstens. What the fuck? Oh. Yo. Hab gerade so gar keine Zeit. Ja, was ist das denn? Ich verstehe es nicht. Ich nehme es aber auch. Ach, fuck. Hier ist wenigstens Licht an. Alles cool. Hier muss ich mich nicht fürchten. Das ist halt jetzt frech. Ich glaube, er will mir irgendwas zeigen, dass ich irgendwo hin soll. Boah, Alter. Sieht das krass aus. Ja? What the fuck? Alter, bin ich in den Backrooms gelandet? Ach ne, ich bin ja wieder hier. Ich meine, war ja auch nie was, ne? Mir geht's richtig gut, ey. Okay, warte mal. Wir gehen lieber mal wieder zurück. Ich meine, ich habe jetzt die ganze Zeit so Totenköpfe aufgesammelt, warum auch immer. Aber hier ist auch nichts mehr. Ich habe irgendwie so ein blödes Gefühl, dass ich jetzt wieder zurück soll zu diesem satanistischen Haufen. Bin mir aber nicht so ganz sicher. Ja, hallo, ist da jemand? Wir kommen, oder ich komme in Frieden. Ich will eigentlich nur arbeiten, mehr möchte ich gar nicht. Ich wette, wir müssen da wieder hin. Hier ist niemand, ne? Wahrscheinlich ist ja niemand klar. Komm. Okay, hi. Ah ja, war mir ja klar. Ich muss die da platzieren. Muss ich jetzt dem sein satanistisches Ritual fortführen? Warte mal. Wait a minute. Es fehlt noch ein Kopf, deswegen. Ah!
Nee, zwei Köpfe fehlen noch. Verstehe. Ja, dann müssen wir die finden. Die Frage ist, wo? Entweder wahrscheinlich an der Tankstelle ist einer noch rumliegen, also außerhalb. Weil da war, glaube ich, noch gar nichts. Noch gar nichts. Und wo könnte noch was sein? Hier vielleicht, an den Mülldingern. Oder auch nicht? Oder auch nicht? Nö. Anscheinend nicht. Obwohl, hinter der Theke könnte noch was liegen. Ich glaube, da war noch gar nichts. Ja, nee, oder auch nicht. Oh! Es gibt einfach noch die Toiletten. Ach so, ich habe auch die Helligkeit ein bisschen heller gestellt, weil man sieht ja sonst gar nichts. Da gibt es noch Toiletten? Oh mein Gott, das sind Männer- und Frauentoiletten, ja. Oh, jetzt sehe ich hier doch schon direkt was. Hi. Ach nee, Digga. Oh fuck. Oh mein Gott. Da hatte ich doch gerade was. Da war was. Da war doch was. Lockt. 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 Jo. Ey, ich sehe mich. Ich spiegel mich. Mega geil. Cool. Ja, jetzt brauchen wir noch einen. Soweit ich weiß. Noch einen Schädel und dann haben wir alle, glaube ich. Ist hier hinten vielleicht noch irgendwas? Versteckt. Oder auch nicht. Scheint nicht so. Es ist ja schön, dass es hier auf jeden Fall Toiletten gibt. Hier sieht man es wenigstens auch, aber sonst, boah. Ist auch arg dunkel, ne? Okay, ich glaube, das Einzige, was wir noch nicht gecheckt haben, ist die Straße entlang laufen. Sonst weiß ich nicht, wo der letzte Totenkopf ist. Alle haben wir sonst? Jetzt gehen wir einfach mal die Straße nach. Warte mal, wo ist denn die? Da hinten? Nee. Doch. Warte mal, hier ist, sind die Bremsspuren oder was auch immer. Ja, hier. Wir laufen einfach mal der Straße nach. Vielleicht finden wir. Ich meine, hier sind ja auch Fahrspuren. Also, so Bremsstreifen. Dann. Oh! Oh mein Gott, Digga! Oh! Jo, hier war definitiv was. Es war mir klar. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, ja, da passiert jetzt irgendwas nicht Normales. Ich glaube, jetzt können wir wieder zurück und das satanistische Ritual vollziehen. Und ja, ob wir das wollen, sei mal dahingestellt. Aber ich habe auf jeden Fall. Ich meine, es ist auch ganz normal. Es liegen irgendwo Totenköpfe rum und man nimmt die einfach auf, stellt keine Fragen, macht's einfach, macht das Ritual weiterhin. Es sieht auch ganz normal aus, sowas. Mache ich täglich. Ist eigentlich in jeder Sonntagabendschicht dabei. Deswegen alles cool. Sieht aus wie so ein richtiger Laserstrahl. Der Todesstern hat eigentlich gerade losgeschossen. Ist nur noch nicht ganz vollendet. Naja. Holy shit, Digga, was ist denn jetzt los? Okay. Oh, es geht los. Das Ritual. Da hinten ist ein Haus, das sind wir jetzt auch viel. Warte mal, hier sind noch Leute. Oder? Oh ja, oh ja. Die Aliens. Ja. Oh. Haben wir es befreit? Ja, scheint so. Sorry. Schaut mich nicht so an. Ich kann dafür auch. Ne, wow, du siehst gruselig aus. Ich kann dafür auch nichts. Ganz ruhig. Ich will einfach nur gehen. Ich habe gar nichts gemacht. Was ist das denn jetzt?
Ey. Was? Ich blick's nicht. Wir haben einen Schatten befreit, der jetzt über die ganze Welt herrscht. Ja, oder halt wandert. Ist doch geil, ne? Da freuen wir uns. Da freuen wir uns richtig. Wir haben gerade kurz mal die Welt ausgeschaltet. Ja, okay. Ich meine, wenn wir so leichtsinnig sind, was soll man da machen? Naja, egal. Gut, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Mir ist ja dann noch oben da. Aktiviert die Glocke, lasst ein Abo da. Wir sehen uns sonst im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.